Monsieur, Dame, cet honneur sacre de la chorale profane. Guten Tag, willkommen zu diesem Podcast. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich gehe dazu musikalisch in der Zeit zurück und ich habe mir 2 von 3 Büchern schon besorgt. Das ist zum einen Guide de la musique sacre et chorale profane von Fayard, Les Indispensables de la musique. Das ist hier und das ist vom gleichen Verlag aus der gleichen Musikreihe Guide de la musique de la Renaissance. Fayard, Les Indispensables de la musique, das ist dieses Buch hier. So. Es geht schon interessant los und ich erzähle das nicht zum ersten Mal. Es geht hier um die Barockzeit 1600 bis 1750 und hier um die Renaissancezeit. Und was man hier sieht, ist eine ungefickte Frau mit einer Punzgeige und einem Punzbogen zwischen Kirchenschwuchteln, Eunuchen. Zack, das sieht man. Ich erzähle auch immer, wenn ich Kirchenmusiker, die Gottes Wille in Noten aufgeschrieben haben, vorstelle, wann es sich um so ein geplantes Schwurtelleben handelt. Und dazu gehört dann auch die ungefickte Frau mit dem entsprechenden Barockinstrument. Davor die Zeit sieht man hier eine Renaissance-Geige. Interessant ist, der Bogen ist der gleiche wie bei der Punzgeige. Die Frau hat aber ein bisschen mehr auf den Knochen und die Geige ist größer. Die kommt eher so dem nach, was eine natürliche menschliche Stimmlage ist. Und kein Eunuchengejaule von irgendwelchen Kirchenschwuchteln. Die guckt allerdings was depressiv, deshalb hat die wahrscheinlich ein Instrument zum drauf rumkratzen in die Hand bekommen. So, ich stelle die Uhr mal auf 55 Minuten. Ich versuche immer, dass das hier so ungefähr eine Stunde dauert. Die Eieruhr geht nur bis 55 Minuten, das heißt, ich werde wahrscheinlich unter einer Stunde landen und das Ganze ist ein Hobby, deshalb kann es sein, dass ich einfach früher aufhöre. So. Wenn man sich mit diesen Büchern beschäftigt, vom Verlag Fayard, die kommen von der französischen aus einer französischen Gelddruckerei, von der Notenpresse, so nennt man das, muss man die hinten aufschlagen und dann vorlesen, was da steht. Das will der französische Staat so. Achevé d'en premier en janvier 2018. Sur le presse numérique de l'imprimerie Maury SAS ZI des Andes. 1200 Millionen. Also, der Druckstock oder die Druckerpresse wurde im Januar 2018 eingerichtet und es ist Notendruckerei oder Notenpresse steht in Millionen, in 1200 Millionen. Der Druckstock wurde eingerichtet, Depot legal oder genehmigt. Der Druck wurde genehmigt im Juli 2008 und die Drucknummer, jedes Buch hat eine eigene Nummer, so wie ein Geldschein eine eigene Nummer hat, ist L17-57398G, imprimé en France. So, damit sollte der französischen Staatsaufsicht Genüge getragen sein. Ja. Kamera sehen. Das ist ein 4K-Bild, damit sollte deutlich werden, dass ich keinen Blödsinn geredet habe. So, ich fange hinten mit dem Klappentext an. Ich habe lange kein Französisch mehr gesprochen. Mein einsprachiges Französisch-Wörterbuch, das wo auch Altfranzösisch-Vokabeln hoffentlich drinstehen, befindet sich im Keller. Ich hole das irgendwann raus. Bis dahin versuche ich mal so zurechtzukommen. Und ich kann mit dem Klappentext einfach schon mal üben. «
Ce guide de la musique sacrée et chorale profane prend place dans cette vaste exploration de l'ensemble du répertoire musical qui s'est fixé pour tâche la collection Les Indispensables de la musique. Étant donné l'ancienneté et l'ampleur de ce domaine de la musique, trois volumes parcourant les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours ne seront pas de trop pour en faire le tour. L'âge baroque à quel est consacré ce volume est certainement en cette matière l'une des périodes les plus riches et celle à laquelle notre époque porte le plus d'intérêt. Chaque année voit la révolution de nouveaux chefs d'œuvre oubliés jusque-là et c'est l'un des mérites de ce guide de participer à cette Entreprise de Redécouverte. Was ich sehr schön finde an diesem Klappentext ist, ce guide de. Et c'est l'un des mérites de ce guide de participer à cette Entreprise de Redécouverte. Eine der Meriten oder eine der. Ja, es ist ein Selbstlob. Ich übersetze es mit Meriten. Es ist eine der Meriten dieses Führers an der Wiederentdeckung des Unternehmens Barockmusik mitzuwirken. Und ich habe es in den vorangegangenen Aufzeichnungen von diesem Podcast schon gesagt. Vieles davon kenne ich nicht und mir ist nicht klar, wie man vieles von dieser Musik zu Gehör bekommen soll. Schon gar nicht live und man kann es wiederentdecken, wenn man Kirchenmusik oder weltliche Barockmusik machen möchte. Es findet so nicht statt. Ich weiß nicht, ich habe mich mal erkundigt. Es gibt Leute, die wollen sowas machen. Naja, vielleicht kommt das ja irgendwann. Ich habe auch schon ein paar interessante Sachen gefunden. Auch was, wo hier im Führer wahrscheinlich angedeutet worden ist, dass was fehlt. Sich das Ganze auf ein historisches Ereignis bezieht, war die letzte Folge, wo ich das erzählt habe. Und da kann man sich auch mal dran versuchen, sowas fertig zu komponieren. Ich finde sowas statthaft, wenn man das macht. L'appellation musique sacrée recouvre les compositions destinées à la liturgie en briquet messe vêpres, briquet terminé, les œuvres reposant sur des textes bibliques en briquet psaume, briquet terminé, ainsi que sur des sujets empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament. Ou encore célébrant certains épisodes de la vie de la Vierge et des saints. Il s'agit aussi bien d'ouvrages pour voix ou parties solistes en briquet laissant des ténèbres briquet terminé, et pour chœur a cappella ou avec orchestre en briquet messe cantate oratorio motet briquet terminé. Tout naturellement, les œuvres de musique profane recouvrant à des ensembles vocaux analogues ont été ici associés. C'est ainsi qu'on trouvera dans ce guide aussi bien l'analyse du Magnificat de Bach que celle de sa cantate du café, du Messie aussi bien que de Semele de Händel. Jean-Sébastien Bach, un briquet dans chacune des 210 cantates fait l'objet des commentaires briquet terminé Monteverdi, Händel, Marc-Antoine Charpentier, Purzel, Schütz, Wasignon avec quelques 100 autres compositeurs parmi lesquels Vivaldi, Rameau, Lalande, etc. Trésor inestimable où s'expriment les sentiments religieux et l'ardeur spirituelle de toute une époque, qu'ils soient catholiques ou protestants.
Cet immense répertoire est ici présenté, commenté et analysé dans toute sa richesse et sa diversité. So, so viel zum Klammtext. Irgendwann werde ich den auch übersetzen, wenn ich da wieder einen Weg in die französische Sprache gefunden habe. Dazu gehört meiner Meinung nach auch das einsprachige Wörterbuch aus dem Keller. Es gibt vorne noch eine Einführung. Und weil ich gerade angefangen habe vorzulesen, ich werde wahrscheinlich wieder nicht die ganze Einführung schaffen. Ich habe beim letzten Mal auch aufgegeben, weil ich gar nichts mehr verstanden habe. Was mir aufgefallen ist, es gibt hier kein Inhaltsverzeichnis, aber ein Avant-Propos, ein Vorwort. Das Buch lädt also sehr zum Blättern ein und man muss drin blättern, um zu wissen, was drin steht. Und im Avant-Propos wird es auch nochmal erklärt, was drin steht. Es geht damit los, dass einzelne Komponisten, und ich bin gerade bei Telemann angekommen, ganze Kapitel zugewiesen bekommen haben. Und was halt auffällt, wenn da deutsche Komponisten aufgeführt werden, dass die Kapitel so lang werden. Und jetzt, das ist zum Beispiel bei Georg Telemann der Fall, das ist bei Bach der Fall gewesen. Die größte Kirchenschwuchtel, die schwuchteligste von allem, Georg Böhn, geboren in Hohenkirch in Nähe von Ohrdorf, hat gestorben in Lüneburg, hat ganz viel Platz bekommen. Naja, ist hier bekannt. Gibt Schule und lesbische Musikgruppen, die den Namen hochhalten hier in Deutschland. Die nennen sich dann immer Böhmer Musikanten. Habe ich ein bisschen was vorgestellt und auch gesagt, dass man schon an den Werknummern, an den Werknamen erkennen kann, was das für eine Riesenschwuchtel war. Und was ich gut finde, ist, dass es zum Beispiel hier ein relativ kurzes Glossar gibt, wo Sachen erklärt werden. Da werde ich mich auch nur mit dem einsprachigen Wörterbuch rantrauen, da möchte ich keinen Blödsinn erzählen. Dann gibt es hier einen Index, wo die Komponisten nochmal aufgeführt werden und da werden dann auch die Werknamen nochmal auf Französisch aufgeführt. Das Ganze lädt sehr zum musikwissenschaftlichen Arbeiten ein. Und auch, es lädt auch dazu ein, die Musik aufzuführen und dann so ein Buch zur Hand zu nehmen und daraus was vorzutragen. Und wenn das in Deutschland ist, natürlich auf Deutsch oder auf eine andere Sprache zu übersetzen. Man merkt, dass hier Arbeit von vielen reingeflossen ist. Und meiner Meinung nach würde sich sowas lohnen. So, jetzt bin ich beim Avant-Propos. Avant-propos. À tous ceux qui sont initiés à la musique, mes salutations et mes hommages d'abord. Schütz, Psalm Davids, 1619. Ich lese es nochmal vor. À tous ceux qui sont initiés à la musique, mes salutations et mes hommages d'abord. Habe ich schon übersetzt, möchte ich jetzt nicht machen. Ich möchte einfach nur Französisch vorlesen üben. Ach ja, ich bin mir sicher, über die französische Botschaft in Deutschland kommt man an diese Bücher ran, wenn man ein berechtigtes Interesse nachweist und keine Ahnung. Ich habe mir von Bach Noten besorgt. Wenn man so Noten hat und sagt, dass man das übt und da was zu nachschlagen will und was über Bach wissen will, reicht das wahrscheinlich schon und man kommt an so ein Buch ran.
Das habe ich gebraucht bekommen. Das war nicht so ohne weiteres über Amazon zu bestellen. Das habe ich neu gekriegt. Was, hier hinten sind Preise drauf. Die Bücher leiht man nur vom französischen Staat aus. Man kriegt die eine gewisse Zeit. Es sei denn, man schafft es da über Amazon und unter Umständen gebraucht anzukommen, dann kann man die länger behalten. Dazu müssen die aber schon mal durch andere Hände gegangen sein. Und jetzt lese ich einfach erstmal vor. Ce nouveau guide explore. Ce nouveau guide explore une domaine reconnaissable. Klingt dann wie Holländisch. So. Ce nouveau guide explore une domaine incommensurable, celui de la musique sacrée et de la musique profane chorale. Sa conception reprend celle, ich bin mir sicher, dass das früher son, le conception geheißen hat und jetzt heißt es la conception, naja. Französisch verändert sich, mein Hobby ist altfranzösisch. Sa conception reprend celle des précédent volume de la collection. Il s'agit donc d'un guide d'écoute dont les informations éclaireront l'auditeur d'élite autant que l'étudiant ou le professionnel. Il s'agit donc d'un guide d'écoute dont les informations éclaireront l'auditeur dilettante autant que l'étudiant ou le professionnel. Il se compulse comme un dictionnaire dont les noms d'auteurs formeront les entrées. Pour chaque compositeur, une biographie, une analyse générale de son style et des commentaires sur ses ouvrages, ses succédants. À la fin du volume, on trouvera une traduction de certains textes religieux latins, ceux qui tentèrent le plus les musiciens. À la fin du volume, on trouvera une traduction de certains textes religieux latins, ceux qui tentèrent le plus les musiciens. Enfin, un glossaire complète cet ouvrage afin que le lecteur n'ait pas à interrompre sa lecture en consultant un autre livre. Musique profane chorale. Das ist kein Französisch mehr, was sich die PMU da ausgedacht hat, aber egal. D'aucuns s'étonneront de voir accoler de ces compléments à l'intitulé principal. Pour l'époque qui nous occupe, en briquet 1600 à 1750, briquet terminé, les frontières entre le sacré et le profane n'est pas toujours bien définie. Ce flou provient de ce que les occupations spirituelles appartiennent à la vie de tous les spirituels. Ah, c'est nicht spirituel. Ça, spiritus und spirituel. Spirituel appartient à la vie de tous les jours. La symbiose plus ou moins bien équilibrée entre les religieux et le séculier
concerne tous les textes. Musicalement, cela ne se traduit pas réellement par une... Musicalement... Für mich ist das kompliziert. Naja, irgendwann werde ich reinkommen. Musicalement, cela ne se traduit pas réellement par une interaction. Dans la grande majorité des cas, c'est l'art musical sacré qui subit l'influence de l'art profane. Nombreuses sont les cantates religieuses qui empruntent à un concerto. Les motets qui calquent leur récit sur des airs d'opéra sont légion. Certaines œuvres ne sont parfois même que des parodies d'œuvres séculières qui, en général, ressortissent ou genre de la cantate et qui exploitons en chœur. Il nous est donc apparu impossible de laisser dans l'ombre des pages profanes qui préludent ou président à l'édification des monuments musicaux tels que l'oratoria de Noël de Jean-Sébastien Bach, mais un autre argument plus convaincant penche en faveur d'une occasion de la musique sacrée et de la musique chorale profane. Quelques genres musicaux iront à la limite des deux domaines. Que dire de certains oratoires? Que dire de certains oratorios de Händel où placer le gendre de l'autre? Que faire des musiques nuptiales de celles qui commémoreront l'anniversaire d'un défunt? Elles parlent d'espérance en Dieu, de foi chrétienne, mais n'appartient pas au genre liturgique ni même pas latérique. Fallait-il les délaisser pour autant? Il fut décidé de les inclure dans cet ouvrage et par extension de traiter les recueils qui exploitant les chœurs, fussent-ils du genre madrigal. So. Ich habe schon ein bisschen mehr verstanden als beim ersten Mal. Man muss sich da wieder so rantasten. Es ist auch kein einfacher französischer Text. Es gibt noch eine zweite Seite, Avant-Propos. Die schenke ich mir jetzt erstmal. Ich blätter weiter im Buch. Ich habe noch über eine halbe Stunde Zeit. Das ist auch schön. Und bevor ich das mache, besorge ich mir jetzt erstmal eine Weinschorle. Kaffee ist alle.
So, jetzt kann es weitergehen. Und ich habe verhindert, dass ich heiser werde. So. Dahin. Der letzte, über den ich gesprochen habe, war Marc-Antoine Charpentier. Der wird hier vorgestellt. Das ist auch ein längerer Teil. Ich hatte hier auch schon Sachen markiert. Hier zum Beispiel von Juan Cerrerol, Spanier aus Katalonien. Misa de Batalla ist bestimmt ein schönes Stück, ist auch eine weltliche Musik. Für drei Chöre. Mit Fanfaren, sowas ist bestimmt schön, wenn man sowas mal zur Aufführung bringen würde. Hier die Pest von Mailand von Marc-Antoine Charpentier ist zum Beispiel so ein historisches Ereignis, zu dem es ein Musikstück gibt. Le Combat de Saint-Michel. Wo man angefangen hat. Wie ist zum Beispiel nicht fertiggestellt worden. Da steht sogar eine Aufführungsdauer dabei, 12 Minuten. Da kann man die Teile, die nicht fertiggestellt worden sind, fertig schreiben. Da haben die Lesben auf Saint-Michel angefangen, ein Buch über die Apokalypse zu schreiben. Und dann gab es Krieg. Die Kirche behauptet weiterhin, dass sich das jemand nur ausgedacht hat. Ich habe da eine etwas andere eine Einstellung zu. Das wären auch nicht die ersten Lesben, die den Weltuntergang predigen. So, auf der Seite 343 geht es weiter mit Louis-Nicole Clérambault. Louis-Nicolas Clérambault. Geburts- und Todesdatum sind genau bekannt, der Ort auch. Also eine Kirchenschwuchtel. Davon kann man in diesem Buch immer ausgehen, wenn das so ist. Wie gesagt, dass es sich vor allem um Kirchenschwuchtel handelt, sieht man hier vorne schon an der Abbildung mit der ungefickten Punz, der Punzgeige, dem Punzbogen. Und den Schwuchtel-Einnochen aus der katholischen Kirche. Also geboren am 16. Dezember 1676 in Paris, gestorben in Paris am 26. Oktober. Da begegnet einem 1626. 1749, das sind ungefähr genau die 75, hat er nicht ganz erreicht. Keine Ahnung, was er ausgefressen hat. Kann auch sein, dass man das geplante Leben vorher beendet hat. Das legen die 16 und die 26 nach. Kirchenchronisten, Archivare und Schuchtel haben sich darauf einen runtergeholt, weil das so eine schwangere Frau mit einem dicken Bauch erinnerte. Egal, und 1676 spricht auch dafür. Vielleicht hat er da, am Anfang noch behauptet, er sei heterosexuell.
Deshalb die ganzen Sechsen da. Und dann hat das nicht mehr getan. Dann gibt es nur noch die 26 im Todesdatum. Irgendwie sowas wird sich da ereignet haben. Schwule Kirchenchronisten und Archivare holen sich darauf einen runter. Élève de son père, de l'organiste André Raison, gestorben in Paris, also Schüler seines Vaters, des Organisten André Raison. Kann man mal gucken, ob der hier auch vorkommt. QR. Rossi. Rosenmüller. Rameau. Purzel, Raison kommt nicht vor. Also der wird nicht im Buch aufgeführt, der 1719 gestorben ist und der ist dann 49 gestorben. Das ist garantiert ein schwules, das ist so dermaßen schwule Kirchenmusik, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Schon allein, wenn es dazu Aufzeichnungen gibt. Mal gucken, ob man es den Titeln der Musik auch ansieht. Dann gibt es hier noch mehr schwule Zahlen-Scheiße. Respektivement publié en 1710, 1713, 1716, 1720, 1726. Das ist wirklich schwule Kirchen-Scheiße. Cinq livres de cantat français. Es gibt fünf Kantatenbücher von ihm. 1710, 1713, 1716, 1720, 1726. Wer sich also für schwule französische Kirchenmusik interessiert, Louis-Nicolas Clérambeau. Louis-Nicolas Clérambeau. Dann werden hier, der war anscheinend ziemlich fleißig, Motetten aufgeführt. Motette à une et deux voix pour tous les chœurs avec la basse continue pour l'orgue. Also Motette mit einer und zwei Stimmen für den ganzen Chor, also Männer und Frauen, und dem basso continuo gespielt von der Orgel. Und das war ein Privileg des Königs, dass das Ding aufgeführt worden ist. Das durfte nur in Gegenwart des französischen Königs aufgeführt werden. Und dann werden hier diese Kantatenbücher aufgeführt, Livre Premier. Second Livre, Troisième Livre, Livre Quatrième. Livre 5e und dann die Oratorial Histoire de la Femme Adultère. Die Geschichte der alten Frau, also die nicht mehr Männern an die Wäsche geht, bei der Schwuchtel. Ja. Mehr steht hier nicht. Also es sind im Wesentlichen diese fünf Bücher und ein Werk mit ein und zwei Stimmen. Einem ganzen Chor und einem Basso Continuo in der Orgel, die hier aufgeführt werden. Dann hat er noch Le Bucle de Minerve, Abraham Lamuse de l'Opéra, Der Bucklige von Minerva, Abraham, die Muse der Oper, Die Sonnenstrahlen am Morgen,
die siegreichen Sonnenstrahlen am Morgenlicht, Soleil vainqueur des nuages und les francs macons, la maçon. Über die Geburt des Heilands, des Retters der Welt. So. Der nächste, der hier aufgeführt wird, wird auch wieder mit Datum aufgeführt. Der ist etwas mehr als 60 Jahre geworden. Und im Geburts- und Todesdatum tauchen fast keine Sechsen auf, also zwar schwul, aber die Kirchenchronik war gnädig mit der Schwurte. Geboren am 22. Januar 1649, gestorben in Rhin, getauft. Das Geburtsdatum, die unanständige Geburt, ist nicht mehr aufgeführt, er war also im Wesentlichen schwul. Baptisé à Rhin, getauft in Rhin am 22. Januar 1649 und gestorben in Versailles am 17. Juli 1709. Schwul war damals schon unanständig, man erkennt es im Wesentlichen immer an solchen Daten. Die Familie ist nach Paris gebracht worden gegen 1651, also jemand, der das anscheinend konnte, Pascal Colas. Und dann ist er in der Kirche von Saint-Paul in Paris ausgebildet worden und dann ans Collège de Navarre, als Colegio de Navarra gebracht worden, wo er seine Ausbildung beendet hat. Er durfte also sogar Frankreich verlassen, um dann wiederzukommen. War also auch schwuler Diplomat. Und dann ist der hat ihn Lully engagiert als Sekretär und er hat den Platz, le place à la tête de l'orchestre de l'Académie royale de musique en tant qu'embatteur de mesure bekommen, wahrscheinlich für seine diplomatischen Verdienste und die Tatsache, dass er ans Collegio de Navarra gewechselt ist und dann wiedergekommen ist. Sowas finde ich immer interessant. Der hat das bestimmt gekonnt. Das ist bestimmt gute Musik. Sowas sind immer Hinweise darauf. Les Cantiques spirituelles. Ich unterstreiche den mal, dass man sich das ruhig mal angucken kann. Ich kenne den selber nicht. Ich habe auch noch nie was von dem gehört, glaube ich. Auch biografisch interessant. Dafür braucht man solche Bücher, um so Hinweise zu bekommen. Les Cantiques spirituelles. Die spirituellen Gesänge de Jean Racine, Mis en musique par Colas, also der hat mit Jean Racine zusammengearbeitet. Dann gibt es große Motette. Ist auch auf Lateinisch, das heißt, er durfte sogar lateinische Musik rausbringen. Das hat man dann wahrscheinlich Gesandten des Papstes vorgespielt, um zu zeigen, dass man in der Lage ist, die päpstlichen Bullen zu verstehen. Deshalb war die Kirchenchronik wahrscheinlich auch so gnädig mit Geburts- und Sterbejahr. Das ist wahrscheinlich dann idealtypische französische Barockmusik. Es ist auch nicht zu viel, das heißt, er hat auch andere Beschäftigungen bekommen. Es geht mit 17, 14, 12 Minuten
los. Das ist die Aufführungszeit. Die ist auch immer in Kirchenchroniken aufgeführt worden. Da steht manchmal in den Originalnoten keine Tempobezeichnung, sondern nur, wie lange die Aufführung dauern soll. Die haben das mit so Glasuhren gemessen, mit so Sanduhren. Und man musste unter Umständen eine Pause machen oder ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer spielen. Das galt dann als Anerkennung diplomatischer Bemühungen, wenn man die aufgeführten Zeiten genau getroffen hat mit diesen Glasuhren. Ich schreibe da vielleicht auch noch französischer Diplomat dahin. Sowas ist interessant, da kann man auch was zu erzählen und wahrscheinlich findet man im Vatikan oder in Frankreich auch Leute, die einem dazu genaue Auskunft geben können. Ich finde das schade, dass sowas so nicht aufgeführt wird. So, es geht weiter mit Michel Corretz, den kenne ich dem Namen nach, auch eine Schwuchtel, Geburt und Tod sind auf den Tag bekannt, der ist ziemlich alt geworden in der Kirchenchronik, da sind aber gar keine Sechsen mit in den Daten drin. Der Vater wird aber aufgeführt in der Kirchenchronik. Also so richtig benommen hat er sich auch nicht und er ist auch viel zu alt geworden. 10 laut Chronikaufzeichnung. Das muss nicht mit dem tatsächlichen Alter der Leute übereinstimmen. Hinterher ist dann halt gerade bei diesen Musikschwuchteln von der Kirche immer ein Bild gezeichnet worden in den schriftlichen Aufzeichnungen. Und es gibt so Lebens... verdiente Leute, so wie Pascal Colas, sterben dann kurz nach ihrem 60. Geburtstag, Taufgeburtstag, wann auch immer sie geboren sind. Es wird dann gesagt, dass die ganze Familie nach Paris gebracht worden ist. Es werden nicht... die Namen der Eltern genannt in der Chronik, weil das ja unanständig ist, dass bei der Frau unten das Kind aus der Muschi ploppt. Hier Michel Corret, in Rouen geboren, in Paris gestorben, ist zum Beispiel viel zu alt geworden. Das ist der 10. April 1707. Das ist auch nicht das Tauf-, sondern das Geburtsdatum, das ist schon unanständig. Und gestorben der 22. Januar 1795, das sind dann über 80 Jahre, wenn ich das richtig sehe, knapp 85, unanständig alt. Das genaue Todesdatum ist angegeben, in der Kirchenchronik wird auch noch der fickende Vater angegeben. Der Name der Mutter fehlt, das wäre dann das, was dem Ganzen noch die Spitze aufsetzt. So, wahrscheinlich hat er sich regelmäßig die Eier abbeißen lassen, deshalb kommen hier die Sechsen nicht vor im Geburts- und Todesdatum. Aber ansonsten hat er anscheinend sich andauernd daneben genommen. Viel ist hier nicht aufgeführt. Laudate Dominum motet a grand coeur. Laudate Domino Motette für großen Chor. Ja, er ist aufgeführt. Wird hier extra fett genannt. Es ist aber keine Aufführungszeit angegeben. Kann sein, dass die gar nicht überliefert ist. Kann sein, dass man ihm gesagt hat, komponier mal und wir führen es gar nicht auf. Es gibt aber hier ein paar Kantaten, die fett gedruckt sind. Naja, der ist nicht ganz so interessant. Armand Louis Couperin. Der Name sagt mir aber was, Michel Corret.
Laudate Dominum. Kann sogar sein, dass ich die kenne. Naja. Né à Paris, auch wieder eine Kirchenschwurte, wo das genaue Geburts- und Todesdatum aufgeführt wird, ohne irgendwelche Sechsen im Datum. Das heißt, die haben dem regelmäßig die Eier abgebissen, das war ein Eunuche. Der Name des Vaters und der Name der Mutter sind aufgeführt, das sind auch beides französische Adelige, Couperin und Dufour de la Coste, auch ein Arschloch. So, ein schwules Eunuchen-Arschloch. Und wie gesagt, 25. Februar 1727 bis 2. Februar 1889, ist nicht ganz so alt geworden. Und die Aufführungsdauer ist angegeben. Es ist nur ein ganz kurzes Werk. Wahrscheinlich hat er sich um irgendwas verdient gemacht, dass der das gekriegt hat. Vielleicht hat er es auch gar nicht selbst komponiert. Naja, dann François Couperin habe ich auch schon mal gehört. Da sind Sechsen im Namen. Die Mutter ist bekannt. Es kann sein, dass der auch an Frauen angegangen ist, obwohl er Todes- und Geburtsdatum genau aufgeführt sind. Geboren am 10. November 1668 in Paris, gestorben in derselben Stadt am 12. September 1733. Der hat bestimmt auf Frauen gestiegen. Fils de Marie Gourin de et Charles Couperin, Organist à Saint-Gervais. Das heißt, der Vater hatte auch schon was mit Kirchenmusik zu tun in den Chroniken. Ja. Ein Kirchenficker, der auch ein bisschen schwul war. Und am Ende haben wir sie ihm dann auch die Eier abgebissen. Hat auf Latein eine Motette geschrieben, Aufführungsdauer 11 Minuten. Dann gibt es hier Motetten, also geistige Lieder, die Balladen sind. Sind auch auf Latein. Hat er für den Comte de Toulouse, den Graf von Toulouse, O Amor, O Gaudium geschrieben, kleine Motetten, Aufführungsdauer 5 Minuten und dann eine mit einer Aufführungsdauer von 3 Minuten. Ja, anscheinend gut vernetzt, sowas durften nur wenige. Motette de Sainte-Suzanne, Motette der heiligen Susanne. Les Leçons de Ténèbres. Les Leçons de Ténèbres du Mercredi Saint, die Lektion de Ténèbres. Boah, muss ich auch wieder nachgucken. Premier Leçon du Mercredi Saint, der heilige Mittwoch. Für mich klingt das so wie, das ist so schön wie Ficken. Deuxième Leçon du Mercredi Saint. Troisième Leçon du Mercredi Saint. So, alles mit Aufführungs. So, ich habe jetzt noch 5 Minuten auf der Uhr, aber keine Lust mehr. Deshalb höre ich auf und es geht weiter mit
Henri Desmarais, geboren in Paris, gestorben in Lüneville. Im Geburtsdatum sind 6 drin, es ist kein genauer Tag angegeben. Er ist auch nicht zu alt geworden. Doch, er ist ziemlich alt geworden, genau 80 Jahre. Aber weil kein Geburts- und kein Todesdatum angegeben sind, kann man davon ausgehen, der war nicht schwul und hat sich einigermaßen benommen. Damit geht es beim nächsten Mal weiter. So, ich höre auf und trinke in Ruhe meine Weinschorle und kümmere mich ums Mittagessen. Tschüss.